Zwei Ereignisse werden für die Märkte sehr wichtig. Das heute nach deutscher Zeit stattfindende Duell Harris gegen Trump einerseits und am Mittwoch dann die US-Inflationsdaten andererseits, die übrigens wahrscheinlich besser nicht zu tief ausfallen sollten, sonst machen sich die Märkte Sorgen. Oh, wenn jetzt die Preise so stark oder so wenig steigen, dann hatte die Wirtschaft ein Problem. Und apropos Wirtschaft, Harris hat jetzt ein Problem, weil die Wirtschaft eben deutlich abkühlt, weil vieles dafür spricht, dass die Amerikaner doch eine schwierige Zeit vor sich haben werden. Und es ist sehr, sehr schwer als Mitglied der regierenden Partei eine solche Wahl zu gewinnen, wenn die Wirtschaft nach unten geht. Warum das so ist, warum Trump jetzt wieder Favorit ist, das will ich hier mal zeigen in einem kurzen Überblick. Hier sehen wir Nate Silver, diese Analyse, die da davon ausgeht, dass Trump eine Wahrscheinlichkeit von 64,4% hatte, das Electoral College Vote zu gewinnen, also praktisch die Wahlmänner, ausreichend Wahlmänner auf seine Seite zu bringen in Sachen Popular Vote, also rein die Stimmenzahl, dürfte das weitgehend ausgeglichen sein, aber durch die Verteilung eben dieser Wahlmänner in den verschiedenen Bundesländern, vor allem in den Swing States, ist das derzeit wohl eher Trump förderlich. Wir sehen Pennsylvania, da dürfte Trump doch klar in Front liegen. Ohne Pennsylvania kannst du wahrscheinlich diese Wahl nicht gewinnen. Das gilt aber auch für andere Swing States, Michigan, Wisconsin, vor allem Arizona, vor allem North Carolina, Georgia, Nevada, diese Staaten, die muss Harris eigentlich auf ihre Seite ziehen. Wenn ihr das nicht gelingt und die Wahrscheinlichkeit ist da nicht groß, dann ist es schwierig. Und sollte Trump jetzt in diesem TV-Duell keine schwerwiegenden Fehler machen, indem er sich etwa irgendwie sexistisch äußert oder solche Dinge macht, die eben natürlich gern auch mal passieren, dann dürfte das durchaus dollarpositiv sein, wie Goldman Sachs hier sagt. Hier sehen wir übrigens diesen Hype, diese Euphorie zunächst mal um Kamala Harris, die jetzt immer mehr abebbt. Ich weiß nicht, ob Sie amerikanische Medien verfolgen. Da sind große Probleme derzeit mit Migranten, Haitianer, die dann zum Beispiel Tiere essen in der Umgebung, in Ohio zum Beispiel, wo Leute sagen, ich kann das nicht mehr aushalten. Das ist sehr, sehr krass, was hier passiert. Das heißt, ähnlich wie in Deutschland ist eine große Diskussion wieder oder ist die Diskussion über Migration sehr, sehr hochgekocht. Und das schadet Kamala Harris, die ja als Border Czar letztendlich die Verantwortung dafür trägt. Jedenfalls sehen wir, dass wir ja diesen Aufschwung hatten mit der Nominierung von Harris für demokratische Assets, wenn man so will, also eher grüne Assets und so weiter, während Trump-Assets eher so traditionelle Energie-Assets sind. Zum Beispiel, wir sehen, dass sich das so langsam umkehrt und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Eines der Probleme, das die Demokraten haben, ist, dass ein Richter die Student Loan Forgiveness gestoppt hat, also praktisch die Streichung von Studentenkrediten, die in den USA ja eine riesige Rolle spielen. Derzeit sind 25 Millionen Menschen wohl kurz davor, ein Riesenproblem zu bekommen, weil sie die eben nicht zurückzahlen können. Jetzt ist Biden oder hat Biden versprochen, naja, dann streichen wir das. Einfach haben Republikaner dagegen geklagt, weil sie sagen, naja, warum soll die Allgemeinheit das zahlen? Und weil sie natürlich darin eine Maßnahme sehen, um sich Stimmen zu kaufen in gewisser Weise. Jedenfalls hat ein Richter dem Recht gegeben und das bedeutet, dass vor den Wahlen auf jeden Fall hier nichts mehr passiert mit diesem Student Loan Forgiveness und das hat mindestens für 25 Millionen Amerikaner, da hängen dann oft noch Familien dran, deutliche Auswirkungen. Also das wird auch hier eine große Rolle spielen und vielleicht deswegen hat man nochmal komplett die Kreditkarte ausgenutzt. Credit Card Debt ist deutlich gestiegen mit weit über 20 Milliarden Dollar. Überraschend, hatte man überhaupt nicht so auf den Zeiger, dass das Ganze hier nochmal so richtig losgeht mit den Krediten. Wir sehen jetzt also die rekordhohe Kreditkartenschulden bei gleichzeitig immer einer immer weiter sinkenden Sparquote. Das ist eine relativ giftige Mischung. Wir sehen bei so Kreditkartenanbietern wie Discover oder Capital One, die oft so auch Kreditnehmer aus dem geringeren Einkommensspektrum haben, sagen wir mal so, da gehen die Ausfallraten deutlich nach oben.
Hier sehen wir, dass mal die durchschnittliche Kreditkartenverzinsung beträgt, ja, so um und bei 22%. Der Zinseszinseffekt schlägt brutal zu, dass wenn du immer weniger Ersparnisse hast, das ist schwer zu schultern. Und so sagt Albert Edwards unter Verweis auf David Rosenberg, schaut euch mal hier diese Differenz zwischen der zweijährigen Anleiherendite und den Leitzinsen an. Das ist genau da, wo wir im November 2007 waren. Das sei sozusagen ziemlich ein sehr gutes Zeichen dafür, dass eine Rezession kommt. Und wenn wir 1 und 1 zusammenzählen, dann glaube ich, ist das auch nicht so weit entfernt. Hier zum Beispiel der Bloomberg Labor Market Surprise Index, also praktisch der bemisst, wie stark weichen die Daten vom Arbeitsmarkt von der Erwartung ab. Da hat man die Non-Farm Payrolls, also die Erstanträge, Job Openings, also die JOLs, ADP Arbeitsmarktbericht, ISM Service Employment, also die Unterkategorie Beschäftigung. Und wir sehen, da sind wir so schlecht wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das kann jetzt sehr, sehr schnell gehen, dass der Arbeitsmarkt sich verschlechtert. Und auch wenn wir jetzt die Arbeitslosenquote wieder von 4,3 auf 4,2% haben fallen sehen, ist es doch erstaunlich, wie Goldman Sachs hier sagt, dass wir also durchschnittlich 230.000 neue Stellen gesehen haben jetzt in den letzten Monaten, zahlreichen Monaten, aber dennoch die Arbeitslosenquote so stark gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass das mit den neuen Stellen wohl nicht ganz hinkommt. Insgesamt sagen jetzt immer mehr Amerikaner, ja, Vollzeitjobs sind schwer zu kriegen, Teilzeitjobs dagegen sind nach wie vor kein Problem, aber Vollzeitjobs werden ein Problem. Und hier sehen wir das nochmal mit dieser zweijährigen Anleiherendite, die ja sehr stark gefallen ist. Wir haben einen sogenannten Bullsteepener, also die kürzer laufenden Anleiherenditen, die fallen schneller als die länger laufenden, weil eben die Märkte sagen, die Wirtschaft schwächt sich sehr stark ab, weswegen die Fed die Zinsen senken muss. Hier sehen wir mal den Unterschied. Diese zweijährige Treasury Yield, also die zweijährige Anleiherendite, ist meistens auch doch nicht ganz unparallel verlaufen zum Nasdaq. Da sehen wir eine relativ große Lücke. Wir haben gestern solche Sachen wie Morgan Stanley, die sagen, wir senken die Erwartung für Ölnachfrage. Wir sehen, dass die Zinskurve entinvertiert ist nach langer Zeit. Wir sehen einen Peter Schiff, der sagt, ja, also wir sind wahrscheinlich schon in einer Rezession und Fed-Zinssenkungen werden diese Rezession wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Das dauert ja, bis das Ganze wirkt. Hier so ein paar Dinge, die sprechend sind. Hier zum Beispiel Gasoline, also Benzin, so niedrig wie seit 2021 nicht mehr, freut die Amerikaner, aber zeigt offenkundig ein Nachfrageproblem. Ebenso sehen wir den Rolex Secondary Market Index, also praktisch Zweitmarkt für Rolex, 30% jetzt seit dem Peak 2022 nach unten gekommen. Das hat Anfang 2022 ebenso wie die Aktienmärkte einen Peak gehabt, dann ging es immer weiter runter. Aber die Aktienmärkte haben zwischenzeitlich dann nochmal ein neues Hoch gemacht. Nicht aber dieser Rolex Index, das sind so anekdotische Märkte. Hier sehen wir zum Beispiel auch interessant, der Kunstmarkt ist ein guter Indikator. Was wird sozusagen für Bilder bezahlt, für berühmte Bilder bezahlt, für bekannte Bilder bezahlt? All das sind Dinge, die uns anekdotische Evidenz geben, was los ist. Und die Märkte wünschen sich ja eine 0,5er-Senkung durch die Fed. Aber das ist eigentlich unklug, denn normalerweise ist das dann ziemlich schlecht. Wenn wir uns mal die letzten 15 Senkungszyklen anschauen, dann sehen wir jedes Mal, wenn die Fed als ersten Schritt eine 0,5er-Senkung gemacht hat, wie 2,7, wie 2,1, dann war ziemlich auf Deutsch gesagt, der Kacke am Dampfen. Deswegen sollten sich die Märkte das eigentlich nicht wünschen, tun sie aber irgendwie. Und hier sehen wir eine interessante Aussage, nämlich, dass die Aktienmärkte durchaus noch steigen können, eben im Vorfeld einer Rezession. Der S&P 500 steigt also durchaus im Vorfeld einer Rezession und kann dann sogar, wenn die Rezession vielleicht schon begonnen hat, sogar noch neue Allzeithochs erreichen. Also da sehen wir, dass dann oft die Reaktion der Aktienmärkte oft später kommt. Später vielleicht auch diesmal. Wir hatten ja gestern diese Zugewinne gehabt, nachdem wir doch eine sehr unschöne Vorwoche hatten an den Märkten. Hier sehen wir Dow Jones vor allem stark, aber auch Nasdaq stark. Allerdings interessant, die Small Caps
sind dann noch ins Minus gedreht. Wir hatten Technology als führenden Sektor. Alle Sektoren gestern waren positiv. Alles wird wieder gut. Aber schauen wir uns das übergeordnete Bild seit Anfang September an. Hier links oben S&P 500, dann mittig oben der Nasdaq, rechts oben der Russell und wie sie alle heißen. Rechts unten sehen wir den Dow Jones. Das ist der einzige, der so ein bisschen sich gegen diesen kurzfristigen Abwärtstrend stemmt. Die anderen Abwärtstrends sind in gewisser Weise intakt, wenn man so will. Natürlich hatten wir diese Rallye ab 5. August, aber jetzt eben seit Anfang September ist da wieder ein bisschen schwieriger geworden. Der Nasdaq, der S&P 500 hat seinen 20er Moving Average verteidigt, ist genau darauf hingelaufen und ist jetzt so ein bisschen eingeklemmt. Die Amerikaner achten sehr stark auf solche Moving Averages, ob sie es glauben oder nicht, aber da wird viel gemacht. Jetzt kommen wir zum aktuellen Geschehen. Apple zum Beispiel, die hatten ja gestern ihr Apple-Event, großartig. Man hat wieder mal erkannt, dass Apple das gleiche iPhone verkauft wie schon die letzten 6 Male. Aber jetzt halt mehr KI gesagt wird, KI-Features, gell, Schnipp und Schnapp. Aber es ist schlichtweg so, dass das nicht überzeugend ist. Die Aktie erstmal runter, dann mit Veröffentlichung oder mit Präsentation dieses iPhone 16. Dann hat man sich wieder mit dem Gesamtmarkt erholt. Aber es war wirklich nichts Besonderes. Und gestern, wenn Sie links oben mal gucken, das ist der NQ, also der Future auf den Nasdaq. Wir sind nach wie vor unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Wir waren ein bisschen überverkauft nach diesem Freitag. Das sehen wir unten hier im RSI auf 7-Tages-Basis. Und auffallend ist derzeit aus meiner Sicht hier rechts diese Charts Google. Die Schwäche von Google ist auffallend. Die Aktie jetzt an einem langfristigen Trendkanal. Da gibt es ja diese Ermittlungen des Kartellamts gegen Google. Es droht eine Aufspaltung. Rechts sehen Sie mal, Google ist jetzt Price-to-Earnings-Ratio mit 17, mit Abstand der günstigste Wert unter den Magnificent 7, die jetzt an einer langfristigen Aufwärtstrendlinie handeln, wie Sie oben links sehen. Und unten links sehen Sie den Halbleiterindex SOX, der gestern wieder ein bisschen steigen konnte, aber es droht eben hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Wir werden sehen, was passiert. Ich hatte schon eine Grafik gezeigt, die klar macht oder zumindest börsengeschichtlich eine Evidenz liefert, dass solche Halbleiterwerte in Zeiten von Bullsteepening der Anleihekurve schlecht performen, also wenn die Wirtschaft nach unten geht und die Fed die Zinsen senkt. Und auch in China ist die Lage ja nicht zum Besten, auch wenn wir heute bessere Exportdaten hatten, gleichzeitig aber deutlich schwächere Importdaten. Das zeigt, dass die Nachfrage in China offenkundig ein Problem ist. Man exportiert zwar zum Beispiel seine Elektrofahrzeuge, aber es hilft nicht, solange der Immobilienmarkt nicht wirklich in Gang kommt und Chinas Immobilienwerte nach wie vor auf dem tiefsten Stand im Grunde seit den 2008er Tiefs. Also es ist eine sehr schwierige Situation, ebenso wie hier in Europa, wo die Wirtschaft ja auch nicht gerade floriert, weswegen ja die Uschi den Fonds, den Mario gebeten hat, du mach mal ein paar Vorschläge. Und der Mario hat schon durchaus den Finger in die Wunde gelegt, aber eben auch hier eine Wunde mal praktisch angesprochen oder verarztet. Da heißt es nämlich, ja, wir brauchen jemanden, der für eine Straffung und Vereinfachung bestehender Vorschriften und Prozesse verantwortlich ist. Also, das zeigt, die EU hat sich so bürokratisch aufgebläht, dass du jetzt praktisch einen Beauftragten hast, der die Prozesse wieder vereinfacht. Du schaffst also neue Bürokratie, um die alte Bürokratie zu regeln. Das ist aus meiner Sicht echte Satire. Das ist ein bisschen Kafkaesk, was hier passiert. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Die Spanne zwischen den Zinssätzen wird verringert durch die EZB. Was heißt das genau? Das ist ein sehr interessanter Punkt vor der EZB-Entscheidung am Donnerstag. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, wir sehen bei Luxusaktien, was eigentlich in der Welt los ist. Die Chinesen, die vorher die Weltwirtschaft vor allem gerettet haben, wahrscheinlich im Gefolge der Finanzkrise, die fallen jetzt weitgehend aus. Das sieht man vor allem bei Luxusaktien wie eben Gucci, respektive Kering, Hugo Boss, LVMH und wie sie alle heißen. Das die beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt empfehle ich mich und sage Servus und Ciao.